bin ich. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Gut. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Das ist gar nicht da. Lotek? Was ist denn mit dem? Nickerchen gemacht. Er stört. Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Was? Wie geht denn das? Wieso krieg ich denn jetzt einen Haken? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Gut. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Also ich brauche ein Argument, damit das nochmal... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ja, aber das ist nicht der Sitzungssaal, oder? Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Was für ein Schrotthaufen. Ja, was haben wir denn da? Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Was haben wir denn da? Ja, das wäre lustig. Ja, das wäre lustig. Scheiße, geht wohl nicht. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Da kommt alle Hilfe zu spät. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich das Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Da lag doch eben noch der Bürgermeister drin. Wo ist denn der jetzt hin? Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Bist du doof? Den benutzen wir jetzt erstmal.
Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Das ist kein Schnaps, das ist Wasser. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Mehr kann ich hier nicht machen. Fernschreiber? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Was ist hier das? Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. M-A-C-H-T-S G-U-T I-H-R I-D O-T-N. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Der ist so doof. Lass mich mal gerade das Wasser angucken hier. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Aha. Kann ich das hier reinfüllen? Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Wie mache ich aus einer Schnapsflasche klares Wasser? Okay, dann fehlt jetzt wirklich nur noch die Batteriesäure, oder was? Und ich muss immer noch rauskriegen, wem die scheiß Karre gehört. Da brauche ich auch noch einen Schlüssel für. Okay, das war simpel jetzt hier. Lotti, nochmal kurzes Gespräch bitte. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht. Zur Baustelle komme ich immer noch nicht. Öffnungszeiten. Ich habe nichts, womit ich hier irgendwie eine Uhr oder so. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Kann ich hier mit Gizmo? Ist dir das Dr. Auto? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen.
Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Alter. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Alter, der ist so geil. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Danke fürs Gespräch. Nichts. Wem ist denn jetzt zu danken, die Karre da draußen? Gar nichts. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Alter, der ist so geil. Wenzel. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht. Damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das 10-fache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, er hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast... gar nichts, Rufus. Jetzt wird man Na nicht ungemütlich, daran hier, Kleiner, erkennt gell? Man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Ghoul. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Gut, also hier komme ich jetzt auch nicht weiter mit der Karre. Wem ist denn dieses Kackauto? Der hier. Der Ollen. Ich sagte, weg da. Das Postamt bleibt Öffnungsschild. Öffnungsschild. Mal im Auto gucken, ob ich das irgendwie aufbrechen kann mit dem Dietrich oder so. Geht das vielleicht? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Scheiße. Oh. Süß. Er redet im Schlaf. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Wem ist diese Kackkarre? Habe ich noch irgendwas vergessen hier? Ist doch sonst niemand mehr. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Rufus. Genau. Wir haben alles. Bis bald. Gefragt. Oder? Rufus. Genau.
Warte mal, stopp. Ich gehe nochmal alles durch, sicherheitshalber. Hi, Ruf, genau. Infos, bla bla bla. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, ja. Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Wie soll ich denn lesen, wenn sie mir aus dem Allerwertes scheint? Nase juckt. So. Habe ich jetzt den Schlüssel? Das habe ich gar nicht geguckt. Ja. Na, also. Batterie raus jetzt. Hä? Was macht denn der? Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Alter, ihr wollt mich wohl vergackeiern. So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. Okay, wie komme ich jetzt... Damit kann ich das Gehäuse auch nicht knacken. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Da muss ich nichts einfüllen. Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Wie komme ich denn jetzt hier an die Kackbatterie aufbohren? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au! Yeah! Uah. Saubere Arbeit, Rufus. Was sollte ich mitnehmen? Uah. Aber nicht mit bloßen Händen. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, wie meinte er das wohl? Kann ich das wegschütten? Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Du Arsch. Ja, super. Wir können den Papagei als Gefäß nehmen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar. Ja, das kennen wir ja schon. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ich habe kein Gefäß. Ich habe kein Gefäß. Ich muss noch mal gucken, ob ich nicht irgendwo doch ein Gefäß herbekomme.